Hallo zusammen, ich bin's Anna, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um ein kleines Koch- bzw. Zubereitungsvideo. Man kann es auch kochen, denn ich habe erst gekocht und jetzt bereite ich es zu. Und zwar von Weißkohl, wie ich das mache. Also ich habe Weißkohl gekocht ungefähr 1,5 Stunden mit dem Entchen da drin. Und anschließend habe ich dann auch noch, also in der Zwischenzeit, habe ich Kartoffeln gekocht. Aber die sind auch noch warm. Und die schütte ich jetzt gleich in den Weißkohl. Aber ich kann den auch sofort in den Weißkohl schütten. Aber ich wollte erstmal noch ein bisschen würzen. Ich würze das immer mit Pfeffer. Ganz wichtig. Das schmeckt sonst nicht, sonst ist es so laff. Richtig ordentlich Pfeffer. Und ich mix das auch. Also ich habe. Sekunde. Ja, mix. Ich habe jetzt den Weißkohl, den ganzen Weißkohl, und das mixe ich, damit das alles schön kleiner ist. Ich habe auch schon Wasser abgeschüttet, damit das nicht so spritzt beim Mixen, weil ich möchte mich ja nicht selber bespritzen damit. Also, das ist ganz schön warm. Das ist der Pfeffer. Er sorgt dafür, dass man husten muss oder niesen. Das ist eingeatmet durch den Mund. Sehr nice. Jetzt würde ich das noch mit Pfeffer würzen und dann tue ich schon mal die Kartoffeln rein. Anschließend probiere ich das alles auch noch. Ja, wie gesagt, ich habe euch extra das Kochen an sich nicht gezeigt, weil es irgendwie langweilig ist, über 1,5 Stunden das dann zum Kochen zu bringen. Da passiert dann halt auch nichts. Also einfach nur das, mit Salz übrigens im Wasser kochen und auch die Nudeln mit die Kartoffeln mit Salz im Wasser kochen. Ganz wichtig. Ja, und jetzt fülle ich einfach die ganzen Kartoffeln da rein und mix das dann auch noch durch. Sieht schon sehr gut aus, fühlt das schon sehr gut. Ja, tada! Und jetzt gucken wir mal, ob es schmeckt. Ich habe den Löffel und da mal rein. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen. Lieber zu viel Pfeffer, zu wenig. Aber das ist Geschmackssache. Ich mag es dann ein bisschen pfeffrig, wenn man das so sagt. Das ist dann würziger und pikanter. Dieses Rezept ist übrigens richtig gut zum Abnehmen. Und deshalb esse ich das jetzt auch relativ oft. Ein TikTok-User hat gesagt, ob ich immer das gleiche esse. Ja, fast. Tatsächlich esse ich fast immer das gleiche. Und wenn ich einmal so Rezepte habe, die ich koche, dann weiche ich meistens nicht so davon ab. Ja. Aber zu Hause war es auch immer so, dass wir einfach immer fast das gleiche gekocht haben. So zu manchen Tagen. Und in der Woche nie was Aufwendiges. Jetzt ballert das richtig.
Richtig lecker, wirklich, kann ich euch empfehlen. Gutes Abnehmen essen, Cola kaum Kalorien. Männchen solltet ihr eigentlich vielleicht mindestens eins reinmachen für den Geschmack. Aber das ist halt das einzige Ungesunde davon, weil Kartoffeln sind gesund, Kohl ist gesund, Mettentchen eher nicht so, aber ist okay. Das kann man dann auch essen, wenn man nur das, wenn man nur Kohl mit Mettentchen isst, dann ist das alles kein Problem. So. Ja. Und ich portioniere das mir übrigens auch noch für mehrere Tage. Also nicht wundern, das esse ich jetzt nicht in 2 Tagen auf oder 3 Tage. Da mache ich dann noch eine große Portion, die ich dann einfriere. Ja, genau. Das war's dann jetzt auch von mir. Ich gehe gleich noch ins Freibad schwimmen. Euch noch einen traumhaften Tag. Genießt das Wetter. Macht auch was Schönes bei dem Wetter. Meine Haare sind deshalb auch nicht so gemacht, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie ich meinen Kohl zubereite, wie ich Weißkohl koche in dem Falle. Ja, euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Anna. Ciao, ciao.